Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Elex. So, wow. Ich habe gerade eine neue Sprache entwickelt. Geil. Ich meine die Axt, ne? Die kleine Axt sieht halt nicht ganz so schlecht. Die hat doch irgendwas drauf da, oder ist das einfach nur ein Plus? Ist aber nur ein Plus. Ich dachte, dass sie vielleicht. Weißt du, eine kleine Zahn in Outlaws ist sehr dekorativ. Ich dachte, dass sie vielleicht irgendwie radioaktiv drauf hat oder so, wegen diesem Kern. Dings sind da, aber. Und die gelbläu, aber egal. Gut, Ray, gehen wir mal weiter. Genug Zeit verschwendet. Schauen wir mal, was wir hier finden. Ich bin gespannt. Eine Waffe. Wenig Brauchbares in den Trümmern hier. Ein Blutreaper 1. Das ist doch mal gar nicht mal so schlecht. Und ich kann ihn nicht benutzen. 57. Oh, geil. Das ist eine Zweihandwaffe. Ich muss unbedingt noch... ein Level-Up brauche ich noch. Ein Level-Up brauche ich noch, dann kann ich das Ding benutzen. Übernehmen? Nein, machen wir nicht. Ja, in der Zeit kann ich ja den hier weiter benutzen. Beziehungsweise, ich habe den bisher noch gar nicht benutzt. Ich habe den nur angelegt. Ich gehe erstmal hier lang. Darunter springen kann ich ja immer noch. Ich glaube. Da unten liegt eine Schusswaffe. Also hier ist doch, oder war zumindest irgendwo mal so ein Weltenherz. Kannst du mir nicht sagen, dass diese Ranken ganz, ganz natürlich gewachsen sind. Die ganzen Wurzeln kommen hierher. Das heißt irgendwo im Untergrund wahrscheinlich. Eine Anleitung. Amulett des Kämpfers. Okay. Cool. So, das heißt, wir können da runter. Wir können auch nochmal... Das ist noch... Ist keine Anleitung. Ich bin halt neugierig, deswegen gehe ich mal nach oben. Und das hat sich als gut erwiesen, denn hier gibt es noch eine Handgranate. Denn wir wissen, alle Handgranaten sind nice. Mit dem wir das Slug Beast weggemacht haben. Huch, toll. Egal. Ich glaube, da oben gibt es sowieso nichts. Alles klar. Gut, dann, guck mal, da gibt es auch noch was. Da können wir auch noch mal hin. Wenn wir soweit sind. Aber erst einmal gehe ich hier. So. Ist das ein Raketensilo oder was war das? Ich glaube schon, ne? Sieht zumindest danach aus. Geil, eine Magnesiumfackel. Ist eigentlich so, dass wir... Wow. Das einfachste Schloss ever und die Technik geht kaputt. Zu einfach. Ja. Ich finde es schön, dass das so überzeugt von sich ist, obwohl es gar nicht so einfach war. Oh, super einfach, ey. Boah, geil, ich bin der Beste. Ich habe einen Dietrich kaputt gemacht. Ja. Gut. So, also da unten gibt es auf jeden Fall eine Harpune oder so. Die holt. Ring der Härte. Cool, danke. Gucken wir uns direkt mal an. Haben wir tatsächlich auch an, also. Man kann auch nur einen Ring tragen. Das ist, ja. Da hatte selbst Gothic 1 mehr Möglichkeiten. Gut. Noch eine Magnesiumfackel. Ich will keine Magnesiumfackel mehr. Ich habe genug. Das Wasser ist immer noch super laut. Das ist unangenehm. Und da ist jemand. Achso, ein Kritter. Ja. So. Eisenerz. Was wollen wir wetten, dass hier irgendwo noch ein Viech rumplanscht, das super gefährlich ist? Gonda. Gondas Memo 2. Gondas Schlüssel. Okay, Klopapier. So und so. Ach du Scheiße. Sie haben mich gesehen. Der Plan ist gescheitert, noch bevor ich das Förderband erreichen konnte. Ich muss zu meinem Lager am Wasserfall zurückkehren. Von dort oben habe ich einen besseren Blick auf die Lage. Ja, okay, das war in Ordnung.
Eisenerz. Mir gefällt es halt überhaupt nicht, dass hier überall Wasser ist. Scan. Audio. Umgebung. Das müsste Umgebung sein, aber ich lasse die Einstellung mal so. Dann ist es halt ein Stück lauter hier im Wasser. Ja. Ja. So viel dazu. Gut. Warum wird man die. Danke. Ah. Elix, kleine Südbeutel, Elix und dies und das und das. Okay. Gut. Ach, guck mal. Ärger? Ich höre eine Kettensäge. War wie. Hä? Alter, wie viele sind denn hier? Ach, guck mal. Aua, aua. So. Das meiste aus dem Schutt hier haben sich andere schon geholt. Ja, dann kann ich mir mal den Schutt von dem anderen, von den anderen holen. Muss ich vielleicht zusammensuchen. So, noch eine Magnesiumfackel, das ist toll. Aufnahmeschicht. Alles läuft planmäßig. Heute kein Krankheitsfall. Ich fasse es nicht. Gerade in den Nachrichten. Was soll ich tun? Anweisung von ganz oben. Schicht sofort abgebrochen. Alles anhalten. Oh Gott, ich muss nach Hause. Aha. Interessant. Die Frage ist, wo kommen die gerade her? Und warum haben die mich komischerweise irgendwo in einem oberen Stockwerk gefunden, obwohl sie mich hätten eigentlich gar nicht sehen dürfen? Das ist ein bisschen merkwürdig. Oh. Kann man tauchen? Ja, so tief ist es jetzt auch nicht. Okay. Gut, jetzt gehen wir mal hier hin. Das kann ich warm hier schon. Ja. Okay. Wir waren da, wir waren da. Hier waren wir auch gerade. Mach ich's mir mal einfacher. Von da kamen wir. Da ist nix. Da oben ist auch nix. Oh. Okay, ach, das ist ein Förderband. Hier. Guck mal. Hätte ich beinahe übersehen. Guck mal, ich kann mich da auch gar nicht hinstellen. Wie soll ich die Sachen bekommen? Ist doch voll die Verarsche. Ah, naja, gehen wir halt nach unten hier. So, Mana. Huch, aua. Oh. Okay. Kommen wir hier runter? Ja. Jetzt lassen! Ciao. Attacke! Oh, jetzt zieht er aber ab. Weißt du was? Weißt du was? Kannst du überlegen? Ah, mach ich das jetzt mal. Ja, komm, Shredder, zack, fertig. Ich bin halt nicht so der Typ für kleine Waffen. Das ist, ich brauche schon so meine dicke Wumme. Sonst fühlt es sich einfach falsch an. Gewohnheitssache. So. Gott. Schreck mich doch nicht so. Ich schätze, hier passen wir besser auf. So. Eine Sache war da noch, die ich mir angucken wollte. Ja, genau dieser zweite Turm. Gehen wir auch direkt hin. Eine Seerose. Oh oh. Oh oh. Ich sehe es jetzt erst. Oh oh, Kacke. Ich speichere, ich habe Angst. Ein Schleimdrakon. Bist du.
Er ist anfällig das gegen Handgranaten. Das ist gut. Ach, fuck. Oh oh. Oh oh, ey. Na. Sowas ist doch echt spaßig. Komm doch zurück hier. Das Biest kaufe ich mir. Nice. Puh. Also ich habe gerade echt Schiss bekommen, als ich das Ding gesehen habe. Da ist es halt echt nicht gut. Aber das haben wir ja recht souverän gemeistert. So, ja, Metallschrott und ich möchte. Ach, eigentlich habe ich keine Ahnung, was das soll. Aber das Ende naht. Der Countdown läuft. Sie haben gesagt, dass es unter der Erde am sichersten ist. Wir sind hier im Tal. Oh Gott, was ist das? Der Himmel, er brennt. Ja, der Himmel hat gebrannt. So wahrscheinlich der Feuerregenzauber aus Gossip. So. Muss halt ein bisschen warten. Ja, ja. So. Hauptsache nichts ins Rote beim Jackpack. Jackpack. Nein. Oh oh. Außer wenn es sein muss. Man muss jetzt trotzdem Ewigkeiten warten. Wehe, es lohnt sich nicht, da hoch zu gehen. Ich warne dich. Und in der Zeit kann ich ja eigentlich meine eine Quest. Die war das dann, glaube ich. So. Ich gehe trotzdem erstmal hier hin. Hopp. Ja. Ich hätte es mir auch ganz einfach. Ah, fast ganz einfach machen können. Was ist das? Ja, Mana-Trank. Gut, das ist ja nicht ganz so wichtig für mich. Großer Heiltrank und kleiner blauer Stein. Die Steine sind nice. Die sind echt nice. Gut, das wachst dann hier aber auch. Und weil ich hier keine Lust mehr drauf habe, gehe ich mal. Du Scheiße. Ja, gut, zum Glück waren wir schon mal beim Hort. Und. Ja, genau das. Oh wei, das wird ein Abenteuer. Das wird ein Abenteuer. Ist das? Speicherung, ich habe Angst. Okay, er spricht nicht mit mir. Das ist gut. Beten und Spende darbieten. Nee, danke. Wobei, warte mal. Was ist das? Ein Waffenschrein? Ach, Wallfahrtsschrein. Levin, ja, ist mir erstmal egal. Mach mal Levin. Ein Feuerteufel, cool. Ich fühle mich hier ziemlich unwohl, wenn ich ehrlich sein soll. Hier ein Ignadon ist ein wenig, ja. Ja, es ist halt alles. Guck, Mutterschrott. Schorti. Ich weiß, was du jetzt sagen willst. Wer bist du? Was machst du hier? Zeig mir deine Ware oder so ein Kram, aber nix da. Wir beide haben keine Geschäftsbeziehungen, wir sind keine Freunde und werden auch nie welche sein. Also such dir einen Punkt am Horizont und abmarsch! Lass uns handeln. Lass uns handeln. Mit dir? Nö. Ich handle nur mit einem ausgesuchten Personenkreis. Du zählst nicht dazu. Das ist unfreundlich. Ich würde ihn ja gerne... Tö. Aber er ist, glaube ich, Outlaw, deswegen hat er ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ja. Er hat einmal Narrenfreiheit, sagen wir es so. Das ist, glaube ich, gut beschrieben. So, gut, gehen wir mal weiter. Ja. Hm.
Das Gute ist... es ist zwar gefährlich hier, aber es streifen nicht ganz so oft und ganz so gefährliche Viecher umher. Ich sollte manchmal, glaube ich, einfach Klappe halten. Aua. 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 Ahaha, das ist schlecht. So. Haben wir das geschafft? Das ist schön. Ein Schwefelbrocken. Wer hätte das gedacht? So, da hinten ist noch ein Viech. Ja, komm. Ich speichere trotzdem. Attacke! Nice. Also ich muss eindeutig mehr Quests machen für Erfahrung. Allgemein brauche ich ja sowieso... Ich brauche unbedingt eine... Es dauert aber noch ein bisschen. Ich glaub, der Balken geht bis hier. Das ist, ja. Gut. In die Lava möchte ich nicht. Ich glaube, das tut mir weh. Ja. Da hätten wir... Ich dachte, du passt auf meinen Rücken auf. Ja, aber nicht, wenn du in Lava springst. Was willst du? Ich wollte gerade sagen, es war schön mit Ray, aber... Zum Glück sind die NPCs ja etwas robuster als wir. Oh, da hinten haben wir noch eine Steinklaue. Ach verdammt, nicht weit genug. So, Attacke. Aua. Aua. Ja. Das ist schlecht. Toll. Ach ja. Toll. Toll, 2. Das ist. Ich bin tot. Ungünstig. So eine Nervensäge. So eine Nervensäge. Die ganze Zeit nur weglaufen. Glaubst du nicht? Ach ja, so. Was haben wir hier? Elixit. Noch mehr Elixit. Das ist, okay. Ah, gluck, gluck. Mal speichern und gucken, ob man da irgendwas ausrichten kann. Mal schauen. Nice. Oh, das ist... Ah, fuck. Ich dachte, das sind einfach nur irgendwelche dummen Kleriker. Hast du tatsächlich der Händler? Das ist ungünstig. Hallo, Fremd. Bevor du weiter in die Wildnis ziehst, solltest du deine Vorräte aufstocken. Was hast du mir als... Eisenhammer. Lasergewehr. Und ein bisschen Geschick. Dann eigentlich mal Plasmagewehr. Ich weiß gar nicht, sind das... Nee, das sind die Dinger von den Klerikern, die will ich gar nicht. Heiltränke, der wäre nicht schlecht. Apfelschnaps. Schnaps und Äpfel. Stoff, dies, das, Magnesium. Kostet 50, kostet 100. Das ist...
ist. Warte, 500, 2000. Ja, ja, komm. Dann wird zumindest ein paar. Nein, ich kann noch Sachen verkaufen. Haha. Da kann ich einen Ring der Stärke verkaufen. Schön. Die Sachen wollte ich dann. Achso, der Täuschung. Spruch, Geistgestalt, Gegner greifen. Ja, gar nicht mehr. Ja, machen wir mal weg. Guck mal, das kannst du gebrauchen. Den Scheiß brauche ich tatsächlich gar nicht. Weißt du was? Noch komme ich mit meinem Scheiß gut klar. Deswegen, ich lasse das jetzt auch einfach mal. Ich laufe mit dir ein bisschen, beziehungsweise, weißt du was, du bist zu langsam. Schwefel. Ist die Frage, komme ich da einfach unbeschadet rüber? Und die andere Frage ist, komme ich da hin? Aha. Ja, ich warte hier. Was man nicht alles für eine Handvoll Elix macht. Du gehst vor. Das war ziemlich ja, interessant und dumm. Ich weiß es nicht. Ja, das ist auch egal, ich gehe jetzt einfach scheiß auf diesen Kram, den man sowieso nicht wirklich braucht. In einem Atemzug oder im selben Atemzug, wo er sagt, scheiß auf den Kram, den man sowieso nicht braucht. Läuft dazu Kram, den er sowieso nicht braucht und sammelt ihn ein. Jetzt wisst ihr, was, womit ich leben muss. Ja. Seid froh, dass ihr euch diesen Scheiß nicht immer gebt. Kocht das Wasser oder warum blubbert das? Ja. Also ich glaube, in echt würde ich da nicht reinsteigen. So viel steht schon mal fest. Was ist das? Sind das Banditen oder was ist hier los? Ah. Ja, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Da sind Kleriker dabei, deswegen. Mal was gucken. Jetzt mach keine Zicken. Her mit der Kohle. Aber ich habe euch doch schon alles gegeben, was ich habe. Erzähl keinen Scheiß. Ich weiß, dass du noch mehr Splitter in deinen Taschen hast. Her damit, oder ich schneid sie aus deiner Hose. Ich habe wirklich nichts mehr. Ich sage die Wahrheit. Du hast es nicht anders gewollt. Ich komme! Gemeinsam! Geh das! Ja. So. Kluge Entscheidung. Ich hab dir gerade geholfen, du kleine Missgeburt, und dann schreist du noch Waffe weg? Was ist los mit dir, Mann? Scheiß Kleriker. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Ohne dich hätten mich diese Banditen umgebracht. Die Banditen haben mir alles abgenommen. Du darfst dich gerne an ihren Leichen bedienen. Möge Kala... Huch. Da ist mir meine Axt aus der Hand geglitten. Kann ja mal passieren. Es tut mir ja richtig leid. So. Zack, Burger in die Fresse und weiter geht's. Ja. Da liegt irgendwas drauf. Das ist, Ah, ich bin auch schon fast da. Das ist nice. Wahrscheinlich muss ich nach da oben. Wie ich mein Glück kenne. Oh, blip. Da war doch irgendwas. Okay. Ja.
Ich habe vergessen, wonach ich suche. Ich bin nicht sehr klug. Die Frage ist, greift er mich direkt? Er greift mich direkt an. Wow. Ja, das ist natürlich schön, weil so kann man gegen keinen Gegner kämpfen. Aber sehr toll. Es ist dann halt natürlich doppelt dumm mit diesem Kampfsystem. Kann ich? Ich frage mich die ganze Zeit, wie man. Warte, das kann doch. So. Tastenbelegung. Heranzoomen, aus und gehen, sprinten. Schleichen, Waffenmodus. Achso, ja, das ist was anderes. Ja, Schwerschlag, Spitze ausweichen. Ziel. Achso, mhm. Links, rechts, Waffen, Fernwaffenmodus F. Ah, toll. Hier funktioniert's. Aber nicht mit den Pfeilen. Okay. Das ist auf Zeit. Das ist, ich glaube, wenn er jemanden trifft oder landet. Ah, guck mal, wie nice. Das ist praktisch. Und in diesem Moment sind Handgranaten 100-mal geiler geworden. Heftig. Ich glaube, das nächste ist dann, wenn jemand in die Nähe kommt. Ausgezeichnet. Oh, nice. Dieses Teil wird noch einmal wichtig. Kacke, wie hieß das Ding jetzt? Egal. Na, egal. Gut, ich mehr brauche ich hier auch gar nicht. Ist egal, dann gehen wir. Ist das Lager der Mitte? Ja, das Lager der Mitte. Es wird langsam ein bisschen düster. Das ist, da gehe ich doch mal direkt ein Nickerchen machen. Glaube ich, gibt's ja noch einen. Egal. Ständig sich irgendwo ein Bett zu suchen. Dann sucht er sich noch dieses behinderte Bett aus. Ach ja. So, gut. Weiter geht's. Gehen wir zu unserem Freund, dessen Namen ich auf jeden Fall nicht vergessen habe. Denn es handelt sich um Harley. Ich habe einen Kampfkoloss der Baureihe 7300 in Ignadon erledigt. Tatsächlich? Dann muss er wohl völlig hinüber gewesen sein. Wenn du ihn dir genauer angesehen hättest, dann müsste dir der überdimensionierte Hydraulikkonduktor aufgefallen sein. Ich würde einiges dafür geben, wenn ich so einen hätte. Hier ist der Hydraulikkonduktor, den du suchst. Was denn? Du hast ihn? Wow! Noch jetzt bin ich platt. Danke, Mann! Moment. Ich gebe dir den Konduktor und du holst den abgestürzten Gleiter aus den Bergen hierher. Was denn? Sagtest du nicht? Ja, ich weiß, was ich sagte. Na gut, dann bist du mir aber was schuldig, dass das klar ist. Über deine Bezahlung reden wir, wenn du mit dem Gleiter wieder hier bist. Na schön. Ich trommel ein paar Jungs zusammen. Wir sehen uns bald wieder hier, okay? Ha! Endlich mal eine ordentliche Herausforderung. Aber eins schon mal vorweg. Die Hälfte der Maschine gehört mir, klar? Lässig. Okay. Wie im Bilderbuch. Oh ja, cool. Da können wir jetzt zum Dings nicht zurück. Dessen Namen ich natürlich auch nicht vergessen habe. Und zwar Siedler. Nein. Lloyd. Dein Lagermeister Eckert ist ein harter Hund. Ja, das ist er. Aber ich bin froh, dass er da ist. Ohne seine Qualitäten als Kampfstratege wären wir schon so manches Mal von angreifenden Mutantenhorden überrannt worden. Er ist zwar etwas ruppig, aber ich denke, er weiß es zu schätzen, dass du ihn unterstützen willst. Sehr gut. Aber das war noch nicht alles, nicht wahr? Ich hoffe, wir kriegen für die Erfüllung dieser Quest ein Level Up. Das wäre schön. Dein Späher Jonesy ist wohl gerne draußen in der Wildnis unterwegs.
Ja, auch wenn ich ihm immer wieder sage, dass er sich nicht so weit vorwagen soll. Jetzt, wo er weiß, dass er durch dich eine weitere Unterstützung hat, wird er hoffentlich nicht unvorsichtig. Da ist noch etwas, richtig? Natürlich. Die Bedrohung der Mutanten im Umland ist erstmal abgewendet. Sehr gut. Wir müssen aber aufpassen. Das waren bestimmt nicht die Letzten, die es versuchen werden, hier einzufallen. Gut gemacht. Noch etwas? Ich konnte Eckhart bei der Sicherung des Lagers helfen. Sehr gut. Ich hörte schon von deinen Gefährten. Seltsame Auswahl, die du da getroffen hast. Naja, irgendwie passen sie zu dem restlichen Haufen hier. Gut gemacht. Noch etwas? Euer Mechaniker Harley scheint ein Experte auf seinem Gebiet zu sein. Ja, richtig. Ich hörte, dass du ihm etwas richtig Großes in Aussicht gestellt hast. Allein darum hast du bei ihm schon einen Stein im Brett, denke ich. Okay, warte. Ich würde sagen, der erste Schritt ist getan. Die Männer mögen dich. Dann sollst du auch dein Quartier in unserem Lager erhalten. Ein Mann deines Standes braucht ein würdiges Domizil. Der große Turm am Kopfende des Lagers ist angemessen, denke ich. Hier hast du den Schlüssel. Gut gemacht. Noch etwas? Harley wird sich ab jetzt um meinen abgestürzten Gleiter kümmern. In der Tat. Wenn das Ding einmal richtig läuft, wird es uns noch nützlich sein. Hoffentlich wird es nicht von gierigen Geiern entdeckt, bevor es richtig einsatzfähig ist. Ich schätze, damit hast du dem alten Harley einen großen Gefallen getan. Gut. Du hast wirklich alle durch deine Taten überzeugt. Ich hatte keine Zweifel, dass dir das gelingen würde. Dann kommen wir nun zu dem Teil der Abmachung, der in meinem Verantwortungsbereich liegt. Vom heutigen Tage an wirst du den Menschen dieser Siedlung ein leuchtendes Vorbild sein. Du hast bewiesen, dass es dein Bestreben ist, den freien Menschen von Magalan zu einer glorreichen Zukunft zu verhelfen. Ich danke nun ab und übertrage das Kommando des Lagers der Mitte auf dich, Jax. Führe uns in eine sichere Zukunft, in der freier Handel und Frieden wieder möglich sind. Wir werden sehen. Es lebe die Macht der Mitte. Ah, toll. Seine Belohnung war Verantwortung für mich. Das ist, sicher. Bring mir etwas bei, sicher. Gib dir sofort zusätzliche Attributspunkte. Das ist halt eigentlich geil. Genauso wie erfahrener Jäger, aber 50 intelligent. Händler geben dir einen Rabatt. Das ist auch nicht schlecht. Kampftheorie. Weißt du was, ich mach mal das. Und das. So, sage einmal Danke. Geh. Wie konnte er nur so dumm sein? Ich weiß es nicht. Hier drauf. Achso, so kann ich mal erklären. Und ich mache einmal den hier. Mach mal übernehmen. Hab auch fast einen Level. Und. Achso, das wollte ich gar nicht. Und kann dann den Bluttrieber. Und kann dann den Bluttrieber 1 benutzen. Das ist nice. Uhuhu. Jetzt leuchtet der und er hat Blut. Das ist cool. Er ist plus 1. Oh. Verbesserter Bluttrieber der Outlaws. Bewährt bei Verhören, Bestrafungen und. Bewährt bei Verhören, Bestrafungen und Geburtstagspartys. Geil. Geil. Sowas auf meinem Geburtstag hätte ich auch gerne. Gut, haben wir hier irgendwas, was ich plündern kann? Ah, ein Kartenstück. Ah, cool. Ja. Ja, ich erinnere mich an diesen Raum. Ja, ich erinnere mich. Gut, beziehen wir erstmal unser Domizil. Ein Domizil, das uns, ja, gebührt. Toll. Er guckt die Tür an und sie geht auf. Ja, das ist ziemlich
Aber ja. Ein verschlossener Tresor. Und die kann ich nicht knacken. Ja, wie viel Geld habe ich denn gerade? 2500, schade. Denn bei der einen Händlerin, bei Annie, können wir die Einrichtung hier ändern. Und dann sieht das hier um einiges besser aus. Ich glaube, das ist auch eine Truhe, wo man Sachen lagern kann dann für uns. Ach, guck mal, und hier kann man die Kartenstücke alle platzieren. Ein verschlossener Tresor. Kann ich aber nichts machen. Okay. So. Eine Anleitung für einen mächtigen Heiltrank. Das ist cool. Das ist meine Bude. Ist geil, wa? Aber weißt du was? Ich gehe mal pennen. Sag vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.